Hallihallo, Hallöle, Leute. Ja, ist schon das dritte Hallihallo, Hallöle heute. Ah, Wahnsinn irgendwie. Ja, Monkey Island ist durch. Deshalb machen wir jetzt irgendwie mal spontan Valheim am Sonntag. Also, da sind wir wieder, das Anton und der Döskopf. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu Valheim. Und da dachte ich, ich starte den Stream gleich mal mit einer kleinen Aufnahme, auch für YouTube mit, als kleines Update, dass sie mal sehen, was hier in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, ne? Ich habe den Baum gefarmt, die Monstrosität, wie ich es angekündigt habe. Das war ganz schön aufwendig. Hat auch ein bisschen gedauert. Oh, habe ich den Server überhaupt schon angemacht? Ich habe vergessen, den Server anzumachen. Moment. Ich muss den Server noch anschmeißen. Hat ganz schön gedauert. Das Vieh ist stark. Ich muss da sehr viel kiten. Rausziehen, versucht so ein bisschen auf die Ebenen zu ziehen, zu den Loxen, die Loxe dagegen kämpfen lassen und dann wieder andersrum Loxe in den Sumpf gezogen und so weiter. Ich habe an dem Tag, gestern, mehrere Loxe getötet, mehrere von diesen Monstrositäten. Das Set habe ich mir gebaut, das ist aber noch nicht ganz fertig. Also die Einzelteile habe ich ja, aber noch nicht alles abgegradet. Und, Moment. Erstmal den Server starten. Und, was wollte ich sagen? Dann ein bisschen an der Bude weitergebaut und so. Ich zeige euch jetzt mal, wie der aktuelle Stand ist. Wenn der Server steht, der braucht jetzt noch ein, zwei Minütchen. Und dann weiß ich gar nicht. Gehen wir mal eine Runde erkunden oder so? Oder bauen wir ein bisschen weiter an der Bude? Mal schauen, ob sich was ergibt. Ob der Kufo jetzt noch mit dazukommt, ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschrieben, aber ob er reagiert, weiß ich nicht. War jetzt eine spontane Entscheidung. Ist er jetzt da oder nicht? Ja, er ist da. Also der Server, nicht der Kufo. Das Set ist leider nicht so stark wie das Eisen-Set. Es befindet sich eher so auf der Ebene von dem Bronze-Set. Dafür ist man aber schneller, hat Giftwiderstand und hat einen 15-Level-Bonus auf Bögen, auf Bogenschießen. Deshalb dachte ich mir, ich baue das mal und probiere es mal ein bisschen aus und gucken wir mal, wie es dann läuft. Ne? Die Bude sieht zurzeit eben so aus. Ich habe noch nicht alle Kisten beschrieben. Ich habe aber schon alles aus der anderen Base hergeholt. Im Laufe der Zeit, je nachdem wie der Bedarf besteht, wird hier angepasst und nicht vergrößert, aber werden dann auch die anderen Schubladen mit benutzt. Ich habe so ein bisschen angefangen, eine zweite Etage zu bauen. Aber noch nicht wirklich richtig. Nur so den Grundriss gesetzt. Quasi. Da müssen dann noch ein paar Säulen ran und dann wird die Etage noch voll durchgezogen. Weiß auch noch nicht so richtig, wofür ich sie überhaupt benutze, weil ich glaube, alles, was ich brauche, kriege ich in die erste Etage rein. Aber es ist egal. Ich möchte eine zweite Etage haben, also baue ich eine zweite Etage. Dann die Schmiede, die hat zurzeit nichts zu tun, aber hat einen riesen Haufen Kohle. Ja, habe ich ganz schön viel eingeschmiedet, eingeschmolzen. Kochen. Wir haben ein paar neue Rezepte entdeckt. Vor allem, weil ich habe angefangen anzubauen. Ich habe Karotten angebaut. Ja. Und wie man jetzt auch sieht, im letzten Stream war das noch nicht drin. Ein Timer, wann es fertig ist. Weil ich habe jetzt gerade erst, im letzten Stream hatte ich es noch nicht, noch eine neue Mod dazu geklatscht. Nämlich die Mass Farming, also Massenfarming. Dass man dann eben auf, dass man nicht jede Karotte einzeln stecken musste. Im letzten Stream musste ich noch jede Karotte einzeln stecken. Ab jetzt muss ich es nicht mehr. Ich möchte die Fläche hier vorne noch ein bisschen erweitern. Das wird dann unser Garten. Und der wird dann noch richtig schön von der Mauer eingezäumt. Und dann werden wir auch noch einen Graben ziehen. Einen Schutzgraben. In nächster Zeit. Nicht jetzt unbedingt, nicht heute unbedingt. Kommt alles so Stück für Stück. Wie gesagt, die Items aus der alten Base habe ich schon alle hergeschafft. Die Schmiede und die Werkstätten, die habe ich auch hergeschafft.
Was noch nicht da ist, ist das Bett und die Gemütlichkeitsdinger, weil hier auch noch kein Dach ist. Ja, sobald ich die zweite Etage quasi zugezogen habe, sobald ich hier ein Dach habe, werde ich dann auch anfangen, das Bett und so herzuholen. Was ich so ein bisschen angefangen habe zu bauen, ist so einzelne kleine Rüstungsständer. Hier für den Lichthelm, hier für das erste Lumpen-Set, dann für das Leder-Set. Hier habe ich ein volles Troll-Set. Ich habe mal geschaut, ich habe mittlerweile so viele Trolls getötet, dass ich das volle Troll-Set mit vollen Upgrades gebaut habe und einfach mal hier aufgehangen habe. Dann das komplette Eisen-Set, was jetzt hier hängt. Weil ich ja jetzt das Wurzel-Kyras-Set oder das Wurzel-Set trage. Ne? Dadurch bekomme ich, wie gesagt, plus 15 auf Bogenschießen und eine erhöhte Giftresistenz. Und verbrauche, oder bin nicht so langsam und so schwer wie bei dem Bronze-Set. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt lange tragen werde oder ob ich es schon bald wieder durch das Eisen-Set ersetze. Aber jetzt für einen Zeitpunkt möchte ich es erstmal so benutzen. Ja. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Wie gesagt, ich habe gestern noch ganz, ganz viel an dem Baum rumgefarmt. Dadurch das Set zusammenbekommen. Hier angefangen, Pflanzen anzufarmen. Sagt man das so? Pflanzen anzubauen. Dadurch neue Rezepte entdeckt. Jetzt habe ich hier Hirscheintopf, Wildschwein-Dörrfleisch und Bärenmarmelade. Ist jetzt so meine Standardnahrung, die ich mitnehme. Ja. Gut. Das ist der Stand der Dinge. Gehen wir mal schlafen, was essen. Hier wollte ich Bienenstöcke hinsetzen. Habe ich auch gemacht, aber die haben ja nicht funktioniert. Die brauchen freien Himmel. Muss ich mal schauen, wo ich die dann hinpacke. Auch irgendwo da vorne in den Garten oder so. Und dann wollte ich ja eigentlich... Das wollte ich ja gestern schon machen. Dann kam aber der Kufa online. Und wollte ich ja eigentlich mal von der Base, die wir hier haben, mal runterlaufen und mal hier den Sumpf angucken. Vielleicht finden wir ja da eine Krypta und da kann ich vielleicht mal solo reingehen oder so. Das wäre mal so ein Experiment. Weil mittlerweile komme ich im Sumpf schon recht gut klar. Wobei ich dazu anmerken muss, der Sumpf, in dem ich da rumlaufe und in dem ich da auch so gut klarkomme, das ist ja aber auch schon der Sumpf, den wir zusammen geklärt haben, ne? Das heißt, da sind keine Spawner mehr drin. Wenn ich jetzt in einen frischen Sumpf reingehe, in dem wir noch gar nicht drin waren, dann werden da noch Draug-Spawner drin sein. Und die sind gefährlich. Aber mal schauen. Wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Ich bin gespannt, wie jetzt der Bogen abgeht. Ich das gar nicht reparieren. Ah. Diese Station ist jetzt zu niedriges Level. Kann gar nicht alle meine Waffen reparieren. Ist auch mal interessant. Wo wollte ich hin? Hatte ich da unten ein Portal gesetzt? Bin der Meinung, ich hatte da unten ein Portal gesetzt. Kann das sein? Dös Tour. Dann müsste ich aber auch Materialien mitnehmen. Guck mal, aber ich glaube, ich müsste da direkt vor dem Sumpf stehen. So ein kleines Stück Wasser und dann müsste Sumpf kommen. Ja. Genau. Ach so, ich habe den noch gar nicht an. Ich hab's ja vorhin deaktiviert für Monkey Island. Dann habe ich es wieder aktiviert, aber das Programm ist noch nicht an. Moment. Starten. So. Chaos Tricks connected. Naxela, wie fandst du jetzt das Ende von Monkey Island?
Hast du da eine Meinung zu? Hast du es nicht mitbekommen? Okay. Das ist jetzt minimal enttäuschend. Ja, das hat mich so angekotzt. Oh, eine Krypta! Direkt am Eingang eine Krypta entdeckt. Ist das geil. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Na, seht ihr mal, mein erster Solo-Ausflug in meinen eigenen Sumpf. Und ich finde direkt eine Krypta. Das ist doch top. Und meine Ausrüstung umändern, die ist irgendwie falsch. So. Ja, das Ende von Monkey Island war sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ich will jetzt hier nichts dazu sagen. Für die, die es noch nicht gesehen haben, weil ich niemanden jetzt spoilern will, guckt euch dann meinen Monkey Island Stream an oder meine Videos. Eichenhaufen? Ist das ein Spawn oder was ist das? Was ist das? Guckt es euch an. Ich kann es nur empfehlen. Obwohl ich es enttäuschend fand. Ein Knochenwanst. Ah, jetzt haben wir noch einen zweiten Knochenwanst gefunden. Cool. Cool, cool. Habe ich vergessen, meine Spitzhacke mitzunehmen? Fuck! Na gut, nochmal zurück. Ich hab die Hake mitgenommen, mit der man den Boden ebnen kann. Aber hab die Spitzhacke vergessen. Wow. Ehrlich. Habe ich mein Portal eigentlich gar nicht markiert auf der Karte? Ist es das hier? Ja. Sollen mal markieren, du. Man weiß, wo das steht. Aber ja, ne, also das ist jetzt schon ein ganz schöner Progress, muss ich sagen. Ich bin jetzt so weit, dass ich schon alleine in den Sumpf reinrenne. Am Anfang sind wir da zu dritt ja richtig krepiert. Dann haben wir so langsam gelernt, das zu zweit zu schaffen. Und jetzt renne ich da schon alleine rein. So, wo habe ich denn jetzt meine Spitzhacke? Hier, ne? Ja. Bin ich ohne Spitzhacke los? Das ist doch unglaublich, oder? Kannst du keinem erzählen. Und dieses Portal müsste ich eigentlich hier jetzt mal abreißen. Und in die neue Base mit rübernehmen. Aber das mache ich mit der Zeit.
Die Krypta habe ich auch nicht markiert. Ich bin so blöd, ey. Aber ich weiß, wo sie ist. Da drüben. Eigentlich voll krass. So nah direkt am, am Eingang. Bei den anderen Sümpfen, in die wir rein sind, da mussten wir teilweise übelst weit reinlaufen. Sind teilweise übelst oft verreckt. Mit Draugerspawns links und rechts und so ein Zeug. Hier direkt am Eingang. Ehrlich. Ehrlich. Gefällt mir. Ich muss mal kurz ins Discord gehen. Hallo Drauger. Und tschüss Drauger. Die im Discord machen mich gerade fertig, ey. Ich sag denen, was die machen sollen und die machen das Gegenteil. Ich sag, also irgendwann mal flippe ich aus und quitte dann einfach dieses Spiel. Dieses Tap Titans, darum geht's ja immer. Immer wenn ich ins Discord muss. Was, die Pilze wachsen nach? Pilze wachsen nach? Oder ist es jetzt wegen der Mod, die ich drin habe? Okay. Was ich sagen wollte. Immer wenn ich während eines Videos oder während eines Streams mal kurz ins Discord gehen muss, um da was zu machen, dann ist es immer wegen meinem Handyspiel Tap Titans. Tap Titans 2. Ich spiele es gerne, aber manchmal gehen die mir echt auf den Keks. Hier ist noch irgendwas. Habt ihr das gesehen? Da. Warum treffe ich es nicht? Jetzt. Oh, hier ist ja gar nichts. Dieses Stück. Das hier vorne geht noch. Ne, aber dieses Stück hier in der Ecke, das treffe ich immer nicht. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Und hier ist so ein kleines. Einfach schrecklich. Irgendwie genau den richtigen Winkel treffen. Und dann am Ende kriegst du eh kein Eisen mehr raus. Sinnlos. Also linke Seite vom Haupteingang ist schon durch. Dann machen wir die rechte Seite. Ein Monster.
frag mich, ob das an der Mod liegt, aber ich war der Meinung, Pilze würden nicht nachwachsen. Aber ich habe jetzt eine. Ich habe zwei Mods neu dazu. Korrektur, ich habe vorhin gesagt, ich habe nur Mars Farming dazu. Ich habe auch noch eine andere Mod dazu. Plant Anything. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an einem dieser Mods liegt. Plant Anything bedeutet, dass ich Sachen anpflanzen kann, eigentlich alles anpflanzen kann. Und somit alle Sachen, die man vorher nicht anpflanzen konnte. Man konnte nämlich Beeren gar nicht anpflanzen. Du musst Beeren immer irgendwo in der Wildnis suchen gehen. Das stehe ich schon da. Da habe ich mir Plant Anything jetzt dazu gemacht. Und dann werde ich, sobald ich das nächste Mal wieder in der Base bin, auch mal ein paar Himbeeren und Blaubeeren in den Garten pflanzen. Ich muss den Garten erstmal ein bisschen größer machen, aber das kommt noch. Das kommt alles noch. Immer schön her damit. Die zweite Etage? Naja, dann machen wir das mal. Ach, es geht doch gar nicht weiter. Es geht dort gar nicht weiter. Und ich bin mittlerweile am Überlegen, ob ich vielleicht doch aufhören soll, Sachen rauszuschneiden. Und dann doch einfach den kompletten Stream als dann auch komplett in die Aufnahme reinklatsche. Das werden dann aber auch dann größere Folgen. Dann mache ich dann statt 20, 30 Minuten Folgen, mache ich dann einfach wirklich eine Stunde pro Folge. Und es ist halt die Frage, ob die Leute sowas sehen wollen oder ob das einfach zu viel ist. Genau deshalb habe ich ja diesen Unterschied gemacht. Dass es einmal die Playlist gibt mit den Livestreams, wo es dann wirklich dann der 6 Stunden Livestream ist. Da kannst du alles gucken, wie du willst. Oder dann hinterher die Folgen, die sind dann nur 20, 30 Minuten oder so. Dann mal hast du eine Folge pro Krypta oder sowas. Oder wenn ich dann, wie gesagt, ich habe ja dann gestern schon 5 Stunden lang diesen scheiß Baum gefarmt. Bin dabei auch tausendmal verreckt. Das habe ich halt nicht extra nochmal aufgenommen. Das ist halt nur im Livestream drin. Wenn ich das angucken möchte, wie ich 4-5 Stunden lang dort zwischen Ebene und Sumpf hin und her renne und kämpfe, der kann sich das angucken. Für wen das zu langweilig ist, der sollte halt bei diesen Folgen bleiben. Also die Frage ist halt, soll ich das so beibelassen? Oder soll ich die Folgen halt auch 1:1 machen, bloß halt immer nur 1 Stunden Folgen statt 6 Stunden Folgen? Da bräuchte ich mal ein bisschen Feedback. Weiß ich nicht. Nur bis diese Folge ausgestrahlt wird und ich das Feedback bekomme, sind auch schon wieder Wochen vergangen. Ist das Problem. Ne? Live-Feedback wäre nicht schlecht. Also wer gerade live zuschaut, wie seht denn ihr das? Mit den Folgen, die ich dann auf YouTube klatsche. Soll da alles 1:1 rein oder soll ich das so behalten, wie ich das jetzt gerade mache, dass ich spontan Aufnahme aus- und anmache, um Folgen daraus zu kreieren. Ich weiß halt nicht, ob die Leute wirklich alles 1:1 sehen wollen. Es ist wirklich sehr, sehr viel Farming dabei. Farming, Grinding, so hat man das gesagt. Und Abbau. An der Bude rumbasteln. Ich stehe manchmal einfach nur eine Stunde lang in der Bude rum und überlege, was ich wohin setze und so.
Ein Bogenschütze? Nee. Ist doch noch was um die Ecke. Seht ihr das? Irgendwas ist dort. Doch nicht. Da war was. Was ist nicht mehr? 466. Ich muss gleich zurückgehen. Oh Gott. Kann ich nie nimmer mitnehmen. Ich weiß denn das. Wirklich. Machen wir das. Schaffen wir das erstmal heim. Dann kommen wir nochmal wieder. Gerade Nacht und Nacht im Sumpf ist teilweise doch noch ein bisschen unangenehm. Die Geister sind scheiße. Der Rest ist ganz okay. Komme ich eigentlich ganz gut klar. So viel Wasser. Selbst wenn mich jetzt mal so ein Leech hier erwischt, sollte der mir eigentlich nicht allzu viel antun, weil ich ja jetzt Giftresistenz drin habe. Trotzdem werde ich jetzt nicht versuchen, mich absichtlich treffen zu lassen. Und da fällt mir ein, ich wollte die Wettereffekte noch ändern. Mir wurde gestern gesagt, ich bin ziemlich mutig, dass ich erlaube, dass Leute Armageddon oder wie das heißt, der Meteorregen und sowas benutzen können. Also ich dachte, ich sollte es lieber ausmachen, sonst machen sie mir meine Base kaputt. Oder ich sollte es so teuer machen, dass es keiner benutzt. Wenn es jemand unbedingt benutzen will, um mich zu trollen, dann soll er auch ordentlich dafür zahlen. Also Erdbeben. Logeddon und Meteorregen. Habe ich jetzt so teuer gemacht, dass ich nicht denke, dass es irgendjemand einsetzt. Die anderen Effekte sind alle recht billig. Trolle spawnen und bla 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 und alle Kreaturen. Könnt ihr gerne machen, aber ich möchte echt nicht, dass jemand einen Meteorregen in meiner Base startet. Wäre mies. Was wollte ich? Hauptbase. Neue Hauptbase. Und dann können wir gleich mal dieses Mars-Farming probieren. Ich glaube, die Karotten müssten jetzt ready sein. Ready. Hier. Ich weiß nicht wie. Ich habe dieses Feld irgendwie blau gemacht. Und ich kriege jetzt nicht mehr weg. Aus irgendeinem Grund. Ah, jetzt habe ich's. Rechtsklick. Auf Favorit und dann Rechtsklick. Und dann, der sortiert dann nicht mehr ein, wenn das Feld blau ist. Das Problem. So. Möhrchen, seid ihr fertig? Jetzt kann ich auch Blaubeeren machen. Seht ihr das? Jetzt kann ich Blaubeeren machen.
kann ich quasi alles anpflanzen, was man auch anpflanzen kann. Du kannst sogar Steine anpflanzen und Flint. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ich habe es wirklich bloß gemacht, weil ich der Meinung bin, keine Beeren anpflanzen zu können, ist ein bisschen übertrieben. Na? Ich finde, man sollte schon in der Lage sein, Beeren anzupflanzen. Eben. Jetzt kultivieren. Quasi so ein bisschen durchlügen, dass es jetzt Anbauerde ist. Ja, das dann bei Tageslicht ein andermal bisschen schöner machen. Jetzt muss es einfach nur so gehen, wie es ist. Karotte. Und wie kann ich jetzt davon mehrere auf einmal machen? Laut dem Mod müsste ich jetzt irgendwie 5 mal 5 oder so setzen können. Ich weiß aber nicht, wie. Echt nicht wie. Muss ich noch herausfinden. Das erste setze ich halt einfach mal so hin. Ein paar Mal Blueberry. Ein paar Mal Himbeere. Oh, habe ich nicht genug. Da müssen wir Himbeere sammeln gehen erstmal. Und jetzt die Karotten. Wie macht man das Massen anpflanzen? Komisch. Gegen Gebäude überlappen, umschalten. Umschalt links. Guckt euch das an. Warum geht das nicht? Warum mir die Ausdauer gefehlt hat? Ich verstehe. Aha. Okay. Man muss es ja nicht zu perfekt machen. Setze jetzt ein paar hin. Und das nächste Mal mache ich das dann ordentlicher. Und wenn ich Tageslicht habe und Zeit habe. Jetzt wollte ich euch bloß kurz zeigen, wie es geht. Und dann zurück in den Dungeon reingehen. So, das heißt, wir nehmen jetzt wieder Spitzhacke. Hammer mit. Kurz mal reparieren. Mal einlagern. Oh, habe ich noch nichts für Karotten? Pflanzen? Zählt das unter Pflanze oder Zutatenroh? Keine Ahnung. Werde ich sicherlich später noch anpassen. Ausruhen.
Ja, aber da werde ich jetzt quasi in dem Video werde ich jetzt doch die Krypta mit euch zusammen klären. Und dann werde ich wahrscheinlich wieder nur mit dem Stream zusammen rübergehen in den anderen Sumpf. Weil ich da eine gute Stelle kenne, an der halt die Monstrosität spawnt. Und ich kann sie relativ gut mittlerweile zu den Loxen rüberziehen. Soll heißen, ich mache dann wieder Monstrosität-Farming und das wird dann wieder so ein 3, 4, 5 Stunden-Ding oder sowas. Mache ich keine Folge. Ne? Viel für euch. Große Wasserflächen, ey. Oh Gott. Zwei von denen gleich. Buja-Chaka. Easy, wa? Mittlerweile eigentlich schon so viele Mods hier installiert. Das ist Wahnsinn. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, das Spiel Vanilla zu spielen. Es ist so schon mit den ganzen Mods. Ist es schon recht anstrengend. Wenn man es jetzt aber komplett Vanilla spielen würde, müsste ich ganz ehrlich sagen, hätte ich wahrscheinlich schon längst wieder ausgemacht und ein anderes Spiel gespielt. Aber sowas muss, denke ich, auch jeder für sich selbst entscheiden. Ob er Vanilla spielt, ob er Modded spielt, ob er Public spielt, ob er Solo spielt. Gibt Leute, die machen sowas, das nennt sich, glaube ich, Seed Hopping. Die springen dann einfach, die benutzen, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich glaube, die können dann, wenn sie in einer Krypta sind, einfach in eine andere Seed reinspringen, da sind sie auch in der Krypta drin oder so und dann in einer anderen. Und das benutzen die, um dann einfach nur Kryptos zu farmen oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht laber ich gerade Bullshit. Wenn ihr besser wisst, wie das funktioniert, könnt ihr das ja mal erklären. Aber es gibt so viele Sachen, was die Leute hier machen oder nicht machen. Am Ende des Tages muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er spielen möchte. Finde ich. Kein Gegner. Eine ziemlich große Krypta, du. Fühlt sich zumindest so an. Weil ich alleine abbaue. Geht's langsamer. Das sind jetzt wieder die, wo man nicht rankommt, ne? Ernsthaft, ey. Man bräuchte so eine Pickaxe, die AOE-Schaden macht. Ach, ich bin schon voll. Unschön. Okay.
Okay. Dann müssen wir schon wieder raus. Ah, ich glaube, ich mache jetzt die Folge an dem Punkt aus. Ihr habt jetzt quasi ein kleines Update gesehen. Ihr wisst jetzt, wie der Stand der neuen Bude ist. Ihr habt jetzt meine aktuelle Ausrüstung gesehen. Ihr habt jetzt gesehen, dass ich mittlerweile schon in der Lage bin, alleine hier in den Sumpf zu gehen. Das heißt, die Aufnahme mache ich jetzt aus für die aktuelle YouTube-Folge. Der Stream kann natürlich gerne mit dabei bleiben. Wir farmen heute noch bis abends. Also ich mache jetzt quasi genau das gleiche. Kryptenfarmen und Monstrositätenfarmen für die nächsten 4, 5, 6 Stunden. Ja, das ist halt leider so ein Grind-Game.